Also es ist so, dass es geht darum, dass die Bewegung berechenbar gemacht wird. Und das macht man üblicherweise so, dass man ein Element hier M2, M3 aufteilt in Komponenten und die ermöglichen dann die Berechnung der Bahnkurve, nicht aus diesem Element heraus. So, und da sagt Leibniz, es gibt eben zwei verschiedene Möglichkeiten, diese Unterteilung vorzunehmen. Die eine ist die, die er selbst verfolgt, die besteht aus der Bewegung, die erzeugt wird dadurch, dass eine Gravitation wirkt, und das andere ist eben die Zentrifugalkraft. Und das Entscheidende ist, dass diese beiden Kräfte erzeugt werden durch die Bewegung dieses Wirbels. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ohne diese Wirbelbewegung gibt es bei Leibniz überhaupt keine Bewegung, keine planetare Bewegung. Und jetzt kommt Newton. Newton nimmt eine andere Unterteilung vor, nämlich in eine Trägheitsbewegung, die folgt aus seinem berühmten Satz, dem ersten Gesetz, Everybody perceives in its state of rest or of uniform motion in a right line, unless it is compelled to change that state by forces impressed thereon. Also das ist sozusagen die Voraussetzung für Newton. Es ist dieses Gesetz charakterisiert die Bewegung eines Körpers als den Normalzustand des Körpers, in dem er sich befinden kann, denn die Ruhe ist nur sozusagen eine besondere Bewegung im Newtons Verständnis. Es ist aber keine Bewegung, die durch eine Kraft explizit erzeugt wird. Das ist der entscheidende Punkt. Bei Leibniz ist es so, dass auch die Trägheit durch eine Kraft erzeugt werden muss. Und deshalb hat er ein riesiges Problem zu verstehen, wieso diese Unterteilung, die Newton vornimmt, überhaupt funktionieren kann. Denn was bei Newton folgt, ist Folgendes. Wenn eine Kraft wirkt auf diesen einen, das ist das zweite Gesetz, auf einen Körper in einer Trägheitsbewegung, dann entsteht quasi dadurch, dass dem Körper ein Widerstand durch die Trägheit entgegengesetzt wird, eine Gegenkraft. Und diese Gegenkraft ist eben die Kraft, die sozusagen der Gravitation das Gleichgewicht hält. Aber es ist keine Kraft, die quasi ihren Ursprung in einer Substanz hat und die also sozusagen individualisierbar ist, sondern es ist eine Kraft, die sich einfach aus dieser Ablenkung ergibt. Es ist sozusagen eine Pseudokraft, die Inertialbewegung und die Kraft der Trägheit ist eine Pseudokraft. Und das ist der Punkt bei Leibniz. Leibniz sagt, das, was Newton macht, ist eigentlich die Reduzierung des Problems, weil er diesen Wirbel nicht einbezieht. Und er stellt die Frage, ob man das denn nun überhaupt als eine physikalische Theorie ansehen kann. Und seine Antwort ist, wie gesagt, man kann das mathematisch berechnen, aber es ist keine physikalische Theorie, es ist nur reine Mathematik. Das ist quasi so seine Haltung. Und es folgt daraus, dass eigentlich der Newton die Bewegung nicht erklären kann, weil er ja nicht sozusagen diese Zentrifugalkraft aus dem Wirbel erzeugt. Und sie folgt für Leibniz eben nicht aus dieser Trägheitsbewegung, weil er diese ja nicht akzeptiert in dem Sinne von Leibniz. Und das ist die eine Herausforderung der Newtonschen Theorie. Das ist das, was ich sagen wollte, sozusagen der erste Punkt, auf den ich hinaus wollte. Der zweite Punkt besteht darin, dass eben auch die Attraktionskraft eine Kraft ist, die Leibniz nicht akzeptiert, weil es eine Kraft ist, die so quasi eine Wechselwirkungskraft darstellt. Ne? Selbst Newton sagte, dass man diese Attraktion nicht als eine Eigenschaft der Körper betrachten kann. Es ist also sozusagen keine singuläre Eigenschaft, die singulären Körpern zukommt, sondern es ist eine Eigenschaft, die aus der Wechselwirkung der Körper resultiert. Das heißt, die daraus resultiert, dass die Körper eine Gesamtheit bilden. Das ist der entscheidende Punkt. Und wieso das ein Anstoßpunkt ist, das liegt daran, dass die gesamte Geschichte des Denkens in der Metaphysik und in der Logik eben solche Eigenschaften oder solche Merkmale nicht kennt, die resultieren
aus der Wechselwirkung von Körpern, sondern man kennt nur Eigenschaften, die auf bestimmte Körper fixiert sind. Oder, um es metaphysisch auszudrücken, es gibt immer nur Substanzen und Akzidenzien, aber die Akzidenzien sind immer Akzidenzien einer einzigen Substanz. Das ist der entscheidende Punkt. Und auch in der Logik ist es so. Prädikat und Subjekt sind immer aufeinander bezogen, aber immer aufeinander bezogen individuell, immer auf ein Subjekt bezogen. Und die Herausforderung der Newtonschen Theorie besteht eben darin, zu sagen, etwas zu denken, was es vorher überhaupt nicht gab, nämlich die Tatsache, dass die Körper nur gegeneinander schwer sind. Die sind nicht an sich schwer, sondern gegeneinander schwer. Und das bedeutete nichts weniger als die Herausforderung der gesamten Geschichte der Metaphysik und des Denkens. Das ist das Problem. Und deshalb war es so schwierig für für sein gesamtes Umfeld, das aus dieser Tradition kam, Newton zu akzeptieren. Und diejenigen, die es eben versuchten, die sozusagen auch sahen, wie Emily du Châtelet, die hat ja das Buch übersetzt, die kannte das wunderbar. Die wusste natürlich, dass der Newton etwas geleistet hat, was der Leibniz gar nicht konnte. Der hat nämlich das dritte Keplersche Gesetz abgeleitet, was Leibniz immer versprochen hat, aber nie eingelöst hat. Und das ging eben auf der Basis seines Systems nicht, ne? Weil er im Grunde genommen die historische Tradition erneuert hat mit seiner besonderen Logik und mit seinem Substanzbegriff und so weiter. Aber er konnte also keine Lösung für dieses Newtonsche Problem anbieten. Und eine derjenigen, die das tatsächlich versucht haben, war Emily du Châtelet. Und Emily du Châtelet hat also natürlich den Leibniz sehr gut gekannt und sie hat den Newton sehr gut gekannt. Und sie hat übrigens die Leibnizsche Analyse akzeptiert. Sie hat akzeptiert, dass, wenn man das unterstellt, was Leibniz macht, genau herauskommt, dass da eigentlich keine Bewegung vonstatten gehen kann. Nun wusste sie aber, dass der Leibniz in seiner Metaphysik genau das Problem des Beginns der Bewegung thematisiert hat. Das war der Anfangspunkt seines Philosophierens bei Leibniz. Und auch bei ihr war es so. Das war sozusagen ihr erster Dissenspunkt gegenüber Leibniz. Aber sie hat es dann bei der Ausgestaltung ihrer Theorie quasi in eine andere Form gegossen. So, also sie wusste, die Analyse ist richtig, aber sie wusste auch, der Newton bringt Leistungen, die der Leibniz nicht bringen konnte. Also was ist zu tun? Es war sozusagen eine Lösung zu finden, die auf der Basis von Leibniz den Newton erklären konnte. Und das war eigentlich ihr Konzept. Und ich würde es gern zuspitzen auf die Frage, wie ist der Beginn der Bewegung bei Newton vorstellbar oder ableitbar oder begründbar? Das ist sozusagen die Lösung, die sie suchte. Und sie machte das genau wie Leibniz, nämlich so, dass sie, ach so, das wollte ich noch sagen, also aus diesen beiden Gesetzen geht hervor, dass Emily du Châtelet tatsächlich der Ansicht war, dass diese Newton'sche Theorie nicht vollständig war, sondern so, wie sie Newton präsentierte, eigentlich mit Leibniz sagen müsste, es ist Mathematik. Und dem musste abgeholfen werden. Und ich habe jetzt diese beiden Versionen, also die Newton'sche Version des zweiten Gesetzes und diese von Emily du Châtelet ausgewählt, weil sie hier darauf verweist, dass man, was Newton nicht macht, ist, die Sufficient Reasons hinzuzuziehen. Also die hinreichenden Gründe für eine solche Theorie. Also. Und das ist das, was sie machen wollte. Sie wusste ganz genau, dass Leibniz diesen Beginn der Bewegung präsentierte oder die Möglichkeit in seinem Kraftkonzept. Und dieses Kraftkonzept ist sehr weit aufgefächert. Also wichtig sind darin primitive und derivative Kräfte, denn natürlich die tote und die lebendige Kraft. Und auf dieser Grundlage
versuchte sie eine Lösung. Aber es musste natürlich eine Lösung sein, die den Leibniz nicht so zur Kenntnis nahm wie Leibniz selbst, sondern es musste eine Modifikation sein der Leibnizschen Auffassung. Und das ist das, was sie tatsächlich gemacht hat. Sie hat also die Leibnizsche Kategorienwelt, insbesondere sein Verständnis der Kräfte, neu interpretiert. Und das kommt in besonderer Weise eben in der nächsten Folie zum Ausdruck. Das ist also Paragraph 158 und da heißt es: Mr. Leibniz called the force that is found in all bodies and the reason for which is in the elements primitive force. And that which falls under our senses and originates in the collision of bodies from the conflict of all primitive forces of the elements, derivative force. This last force flows from the first and is nothing but a phenomenon. Das ist genau der Punkt. Also man muss genau lesen, nicht? Also es kommt darauf an, dass sie sagt, dass die primitiven Kräfte resultieren aus dem Zusammenstoß, aus der Wechselwirkung der Elemente, also der Monaden oder der primitiven Kräfte. Und das ist eine Sichtweise, die kommt bei Leibniz überhaupt nicht vor. Die ist bei Leibniz sogar völlig undenkbar, weil die primitiven Kräfte resultieren aus den Monaden. Und die Monaden haben ein Verhältnis zueinander, das eben nicht aus der Wechselwirkung resultiert, sondern das quasi ein System konstituiert, in dem also die Harmonie und die vollständige Bestimmtheit zwischen allen Elementen dieses Systems die Grundlage seiner Existenz bildet. Das heißt, wenn ein Element nur irgendeiner Monade sich verändert, dann muss es eine Reaktion jetzt nicht mechanischer Art, sondern idealer Art in allen anderen Elementen geben. Ansonsten ist man nicht mehr in derselben Welt oder man hat die Welt verlassen. So, das ist der entscheidende Punkt. Und die Frage ist nun, wie macht sie das? Sie macht das so, das kommt jetzt in meiner nächsten Folie zum Ausdruck, sie macht es so, dass sie also diese Leibnizschen Monaden nicht mehr zur Grundlage des Systems macht, so wie es noch bei Leibniz der Fall ist. Sie sehen hier, dass sie die in Frage stellt, ihre Bedeutung in Bezug auf die Naturphilosophie und auf die Physik. Sie akzeptiert sie sozusagen als den letzten Abschluss quasi eines metaphysischen Systems, aber sie braucht sie nicht mehr, um die Naturwissenschaft zu begründen, um Naturphilosophie zu betreiben. Und das macht es ihr möglich, nun diese primitiven Kräfte von Leibniz neu zu interpretieren. Und diese Neuinterpretation besteht darin, dass sie sie auf ein anderes Niveau verschiebt. Bei Leibniz sind die quasi charakteristisch für das metaphysische Niveau innerhalb der Naturphilosophie, während sie dieses metaphysische Niveau aufgibt und diese derivativen Kräfte als Elemente in die derivativen Kräfte integriert. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Ach so, ich bin ja hier schon mal erkannt. Pardon. Ja. Also, dead forces produce no effects. They can nevertheless be considered as either active or passive. The dead forces that I consider as active is the force that bodies have by which to keep puissance, also das ist der französische Begriff, der an dieser Stelle fällt. Im Englischen wird der meistens übersetzt mit Power. Ich weiß nicht, ob das so zutreffend ist, also ich benutze gerne diesen ursprünglichen Begriff, die puissance in equilibrium. Und er sagt, the dead force that I consider as passive is that which a motionless body receive when it is solicited to move, but nevertheless remains at rest. So, also das Problem der primitiven Kräfte, der ursprünglichen Kräfte, die erforderlich sind, um überhaupt eine Bewegung zu initiieren,
das löst sie so, dass sie das auf die Derivative, das heißt auf eine Ebene hebt, die also nicht mehr von metaphysischer Relevanz ist, sondern die die Bedeutung einen quantitativen Zugang zulässt. Und das ist das, was in dem ersten Vortrag gestern gesagt wurde, im Zusammenhang mit dem Übergang von der toten Kraft zur lebendigen Kraft bei Leibniz. Da haben Sie davon gesprochen, dass es eine Akkumulation von Elementen der toten Kraft ist. Genau das macht sie. Das heißt, die erste, die überhaupt sowas macht, ist Emily du Châtelet. Und sie gewinnt damit einen riesigen Vorteil gegenüber Leibniz, denn sie kann zeigen, dass es tatsächlich eine physikalische Theorie ist, die der Newton vorgelegt hat. Ganz einfach, weil sie ja zeigen kann, dass eine Bewegung generierbar ist auf der derivativen Ebene. Man braucht die Metaphysik gar nicht mehr, sondern man kann es sozusagen auf der Ebene der derivativen Kräfte machen, das heißt also von Kräften, die empirisch quantifizierbar sind, und damit ist es möglich, also dem Newton zu attestieren, dass es tatsächlich eine physikalische Theorie ist. Aber man sieht schon, es ist sozusagen der Versuch der Bildung eines metaphysischen Hintergrundes, der es ermöglicht, nun Newton zu interpretieren. Das ändert ja an der Newtonschen Theorie nichts, aber was sie machen will, sie will ihn interpretieren und auf diese Weise will sie ihn zugänglich machen. Das heißt, sie macht etwas, was Leibniz auch macht, aber in einer Modifikation. Mit anderen Worten, sie behält den Leibnizschen Denkrahmen bei, was innerhalb dieses Denkrahmens nimmt sie eine Veränderung vor, die darauf abzielt, dass man eben den Newton tatsächlich in seiner Bedeutung als Physiker wahrnehmen kann, was also in der europäischen Diskussion zum größten Teil nicht der Fall war. Und das ist, denke ich mal, eine ihrer großen Leistungen. Und diese Leistung ist aber natürlich erst nur ein erster Schritt, weil sie ja im Grunde eine Interpretation der Theorie nur ist von Newton, in dem ja eine andere Naturphilosophie unterstellt wird, also als Basis. Der nächste Schritt wäre eben der, den Kant gegangen ist, und dieser Schritt ist eben etwas, von dem ja auch schon des Öfteren die Rede gewesen ist hier auf dem Workshop, der eben darin besteht, dass sozusagen die Metaphysik überhaupt einen neuen Charakter bekommen muss. Das heißt, mit der kopernikanischen Wende schafft sich Kant ganz neue Möglichkeiten des Umgangs mit dem Newtonschen System, und insbesondere gelingt es ihm, etwas zu machen, was Newton noch abgelehnt hatte. Newton hat ja gesagt, gegenüber Bentley zum Beispiel, schreiben Sie mir nicht die Ansicht vor, dass die Körper, die Gravitation oder die Attraktion eine Körpereigenschaft der Körper ist. Und Kant bringt es nun tatsächlich fertig, das würde ich jetzt ganz gerne noch demonstrieren, zu zeigen, dass es sich tatsächlich um eine Eigenschaft ist. Das heißt, Kant macht das, was wir heute, also schafft die Voraussetzung dafür, für das, was wir heute alle machen. Für uns ist das ja gar kein Problem, das anzunehmen, die Gravitation. Wir wissen ja, dass sozusagen diese Attraktion gegenüber zwei Kräften ist, aber das war in der Zeit nicht der Fall. Und diese Zeit lebte sozusagen in der Metaphysik und in der Substanzauffassung, die individualisierbar sind. Und es musste eine Form gefunden werden, die Philosophie oder insbesondere Naturphilosophie auf einer anderen Basis begründet. Und das ist die Kantsche Dynamik aus meiner Sicht. Und ich will versuchen, noch einige Aspekte dieser Dynamik hervorzuheben, indem ich auf diese metaphysischen Anfangsgründe der Naturphilosophie oder der Naturwissenschaft, heißt es ja, bei Kant eingehe. Und aber nicht sozusagen in der Abfolge, die der Kant vorlegt, sondern nur in einigen Aspekten. Und die bestehen eben darin, dass er also unterschiedliche Stufen der Wahrnehmung des Problems definiert. Und die erste ist die er in den metaphysischen Anfangsgründen der Phoronomie
präsentiert, in denen wird also ein Körper oder eine Masse nur als etwas Bewegliches im Raum betrachtet. Also es wird als etwas betrachtet, was auf einen Punkt reduzierbar werden kann. Und er kann deshalb in dieser Form der Darstellung also die Bewegung mathematisch beschreiben. Das heißt also, durch Zustandsgrößen wie die Geschwindigkeit und durch die Richtung. Und das ist das, was so quasi den Anfangspunkt bildet. Aber eine solche Bewegung ist natürlich keine Bewegung, die man irgendwie erfahren kann, die einem in Erfahrung gegeben ist, sondern jeder Körper ist ja mehr als ein Punkt. Das heißt, ein Körper ist etwas, was Masse, Volumen hat, was Eigenschaften hat, wie Elastizität und manches andere. Und um dies zu charakterisieren, da kommt jetzt wirklich die Dynamik ins Spiel, und er nennt das auch die metaphysischen Anfangsgründe der Dynamik. Und diese metaphysischen Anfangsgründe der Dynamik besagen, dass der Körper oder eine Materie, wie es auch heißt, eben nicht bloß durch Beweglichkeit charakterisiert ist, sondern dass es etwas gibt, das sozusagen sich als dass der Körper also nicht bloß als Punkt beweglich ist, sondern dass er Eigenschaften besitzt, die durch Kräfte charakterisiert werden können. Und das ist sozusagen die zweite Ebene, in der Kant argumentiert, und dafür bringt er zwei Kräfte ins Spiel. Das ist also die Attraktionskraft und die Repulsionskraft. Davon war auch schon die Rede. Die Repulsionskraft ist sozusagen eine Kraft, die verhindert, dass die Materie quasi vollständig auf einen Punkt zusammengerückt werden kann, sondern es gibt immer eine Kraft, die dem entgegenwirkt. Das heißt, hier wird die Undurchdringlichkeit des Körpers thematisiert, und die Attraktionskraft ist eben diese Kraft, die quasi dieses Gleichgewicht zur Repulsionskraft hält, indem sie eben verhindert, dass sozusagen der Körper sich extrem ausdehnt, sodass wir also immer einen Körper mit einer bestimmten Oberfläche haben, mit einer bestimmten Struktur haben. Und diese Dinge, das wird bei Kant durch diese beiden Kräfte dynamisch charakterisiert, und er unterscheidet das explizit dann eben von dem, was man in der mechanischen Naturphilosophie kennt, dass also einfach die Durchdringlichkeit angenommen wird, dass eine Masse angenommen wird und so, die einfach gesetzt wird als Eigenschaft des Körpers. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, und dieser Punkt besagt eben, dass wir es hier mit einer dynamischen Theorie zu tun haben, die Voraussetzung jetzt ist, um Bewegung verstehen zu können bei Kant. Und um diese Bewegung verstehen zu können, ist es eben nötig, sich darüber zu verständigen, was denn nun eigentlich die Attraktionskraft ist. Wir wissen, sie hat also eine riesige Rolle in der Geschichte des Denkens gespielt und in der Diskussion. Und Kant ist natürlich genötigt, darüber Rechenschaft abzulegen, und er stellt also folgende Frage: If attractive force is basically required to matter to be possible, why don't we use it along with impenetrability as a primary sign of matter? Impenetrability is given immediately with the concept of matter, while attraction isn't thought in the concept but only associated with it by interference. What's going on here? Ja, das ist jetzt die Frage, wieso haben wir diese großen Probleme mit der Attraktionskraft, wo wir doch die Undurchdringlichkeit auch einfach übernehmen, ohne dass wir sozusagen darüber reflektieren. Groß ist übrigens die Frage, die Maupertuis auch gestellt hat, ganz zu Anfang in seiner ersten Rede zu Newton an der Académie des Sciences in Paris, das war 1732. Und er meinte, also wenn wir die Undurchdringlichkeit annehmen, können wir ebenso gut die, weil wir die eine können wir
genauso wenig beweisen wie die andere. So. Aber Kant liefert natürlich einen Beweis, das ist klar. Das ist jetzt sozusagen ja auch die Aufgabe, die er sich gestellt hat. Und dieser Beweis, der, also er modelliert das, also den Charakter der Attraktionskraft, den versucht er nun darzustellen, und zwar indem er quasi auf die nächste Stufe steigt, das ist die metaphysischen Anfangsgründe der Mechanik, und da geht es also nicht nur darum, dass der Körper also dynamisch betrachtet werden muss, sondern eben auch die Bewegung des Körpers als dynamisch betrachtet wird, und er macht etwas, was wir eben auch bei Leibniz finden. Er sagt, das sind ursprüngliche Kräfte, die in Beziehung zueinander stehen. Also man kann die Bewegung nicht unabhängig von, also die Kräfte, die die Bewegung initiieren, nicht unabhängig von den Kräften thematisieren, die habe ich eigentlich, darf ich noch? Ja, wenn ich schon nicht Englisch spreche, darf ich auch überziehen. diese beiden verknüpft, ne? Das ist der entscheidende Punkt, auf den es ankommt. Und ich möchte Ihnen gerne das Modell vorstellen, das er dafür entwickelt hat. Es ist ein Modell, das besteht aus zwei Körpern, wie wir das so von einem Stoß kennen. Das stellen wir uns ja normalerweise so vor, ein Körper ruht, der andere ist in Bewegung, der Ruhende stößt auf den zweiten Körper und der bewegt sich dann. Und da wird so quasi die Bewegung übertragen. Jetzt kommt ein Punkt, den ich so toll finde bei Kant, weil er eben auch den Ausgangspunkt für Leibniz bildete. The mere transfer of motion from one body of to another don't explain anything if they are understood literally, implying that motion is poured from one body into another, like pouring water from one glass into another. Das ist doch ein schöner Vergleich. Und aus diesem Vergleich kann man jetzt wirklich erschließen, wie Bewegung bei Kant abläuft und wieso er es hinbekommt, eben Bewegung, die initiiert wird durch Attraktion im Sinne von Newton, zu legitimieren. Das geht eben so, dass er sagt, das habe ich gerade vorgelesen, also das ist nur der äußerliche Schein, die Übertragung der Bewegung von einem Körper auf einen anderen. Wir können das machen, wenn wir Mathematik betreiben, dann beschreiben wir das so. Das eine ist eine Ruhe, der andere ist Bewegung. So können wir sozusagen die Bewegung berechnen. Aber die Mathematik, das hat er ja gezeigt auf der ersten Stufe, da seiner metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft, ist ja nicht die Lösung des Problems, des Verständnisproblems, sondern es geht ja darum, nun zu verstehen, was ist denn nun eigentlich das, was die Welt vorantreibt und im Innersten zusammenhält. Und das macht er nun folgendermaßen, er sagt, bei so einer Bewegung, wo sich ein Körper auf den anderen zubewegt, da haben wir es eigentlich nicht um Bewegungen zu tun, bei denen der eine ruht und der andere sich bewegt. Es sind immer alle beide initiiert. Das heißt, es ist immer eine Wechselwirkungskraft, die da in Geltung ist. Das ist das Problem. Es gibt keine Bewegung unabhängig von der anderen. Selbst wenn der Körper ruht, ist sozusagen der in den Bewegungsablauf inkludiert. Das ist die Position von Kant. Und das ist eben auch die Position von Leibniz. Und das ist sozusagen die Vorstellung, die es eben möglich macht, in diesem Kontext so Attraktionskräfte erklärlich zu machen. Denn dieser Zusammenhang der beiden Körper ist ja immer einer, der konstituiert wird durch diese Wechselwirkungskräfte. Es sind also besondere Arten von Wechselwirkungen, die Kant fordert. Es sind nicht Wechselwirkungen, die initiiert werden durch Kausalursachen, sozusagen die eine Kausalursache unabhängig ist von den anderen und dann treffen die aufeinander und gehen wieder auseinander. Nein, so sind die nicht. Die sind von vornherein immer alle eingebunden und das ist immer eine Wechselwirkung. Und Kant findet dafür auch eine Lösung. Er sagt, die gesamte Welt ist eben
sozusagen konstituiert aus solchen Wechselwirkungen. Und darin besteht die Ganzheitlichkeit dieser Welt. Das heißt, was wir denken müssen, ist die Ganzheitlichkeit der Welt, in der so etwas stattfindet. Und diese Ganzheitlichkeit wird bei Kant realisiert durch diese Wechselwirkungskraft. Er spricht übrigens auch von Gemeinschaft in diesem Zusammenhang. Und darin wird das unglaublich gut deutlich. Was er also macht im Unterschied zu Émilie du Châtelet ist, dass er eine grundlegende Denkfigur, das ist jetzt meine Botschaft, eine grundlegende Denkfigur von Leibniz, nämlich die Idee der Monadenwelt, die eben eine solche Ganzheitlichkeit darstellt, wie ich vorhin schon mal kurz charakterisiert habe, dass er diese Ganzheitlichkeit, die bei Leibniz eben eine metaphysische Welt ist, so wie Émilie du Châtelet sozusagen integriert in sein Konzept von Naturphilosophie. Und wie Émilie du Châtelet natürlich auf eine andere Weise. Es sind jetzt keine individualisierbaren Kräfte mehr, keine primitiven Kräfte mehr. Aber er benutzt auch den Begriff der primitiven Kräfte. Aber die primitiven Kräfte sind eben Attraktion und Repulsion. Das heißt, es sind Wechselwirkungskräfte ganz neuer Art. Und damit hat er meiner Meinung nach etwas geschaffen, was also für die gesamte weitere Entwicklung der Philosophie entscheidend war, aber nicht nur der, sondern jetzt konnte man eben auch tatsächlich den Newton ohne irgendwelche Vorbehalte akzeptieren. Und mir scheint, der Kant hat ja in der Geschichte des naturwissenschaftlichen Denkens eine besondere Rolle und eine tragende Rolle bis in die Diskussionen nachher um die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik gespielt, dass dies meiner Meinung nach mit dieser Leistung zusammenhängt. Und das ist eine Leistung, die nicht wie Émilie du Châtelet sozusagen die Monaden von Leibniz außen vor lässt, sondern sie in sein System integriert, aber auf andere Weise. Und die Schwäche von Émilie besteht eben darin, dass sie nur den Leibniz modifiziert hat, während der Kant ihn regelrecht umgekrampelt hat und dadurch konnte er ihn integrieren, genauso wie er Émilie du Châtelet integrieren konnte.